Ich erhöhe euch die Steuern. Nach den Wahlen in Hessen und Niedersachsen steht eindeutig fest, für Kanzler Schröder sieht es nicht gut aus. Das gilt erstaunlicherweise auch für die Charts. Der Steuersong segelt von der 4 auf die 10. Irgendwo noch Asche und die hole ich mir, die finde ich schon egal, wo sie liegt. Die Top 10 der deutschen Dance-Charts waren schon im Herbst 2002 fällig. Seit 2 Wochen gehören Master Blaster auch zu den besten 10 der Hitlist Germany. Hypnotic Tango rutscht von 8 auf 9. Als Punjabi MC 1992 seine erste Platte rausbrachte, wurde sie von der islamischen Gesellschaft wegen Gotteslästerung verboten. Gegen Mundian Tobagi hat niemand was. Trotzdem rutscht der Bhangra-Hit von 6 auf 8. In der Schule machte Kate Ryan bevorzugt einen auf Madonna. Ganz so erfolgreich wie ihr großes Idol ist sie zwar noch nicht, aber für die Top 10 der Hitlist Germany reicht es schon locker. Désenchanté prescht von der 31 auf die 7 vor. Die erste große Deutschland-Tour von Jay-Z ist beendet und es gibt überhaupt gar keinen Zweifel, die Reise ins alte Europa hat sich absolut gelohnt. Bonnie and Clyde schiebt sich weiter nach vorne, von der 9 auf die 6. Glückwunsch! Seit Freitag hat Elton John eine goldene Kamera in seiner Junggesellenbude stehen. Den Plattenkäufern ist das relativ egal. Sie beamen zu Elton und Blue von 3 auf 5 mit Sorry Seems to be the Hardest Word. Christina Aguilera hat heftig dementiert, dass sie mit Justin Timberlake rummacht. Der ist nicht mein Typ, sagt sie. Schön, dass das auch geklärt ist. Und noch eine gute Nachricht. Beautiful steigt in den deutschen Singlecharts neu ein auf der 4. Im Juni kommt Eminem mit seiner Anger Management Tour auch nach Deutschland und gibt exakt 3 Konzerte. Deutschland spart schon mal für die Tickets und hat kein Geld mehr für die Single. Lose Yourself fällt von der 2 auf 3. Achtung, die Russen kommen. In England von 0 auf 1, in der Hitlist Germany von 0 auf 2 mit Tattoo weht jetzt ein frischer Ostwind durch die Charts. Und das ist sicher nur der Anfang. Überraschung auf Platz 1. We Have a Dream, auch in der 5. Woche auf der Spitzenposition. Und der Hype geht weiter. Denn am 10. Februar 2003 erscheint das Album von Deutschland sucht den Superstar mit allen 10 Teilnehmern der Endrunde. Naja, beinahe wenigstens. Denn die Stimme von Daniel Lopez, ihr wisst schon, das betrug ich mal nicht mehr mit, also ich darf nicht mehr, Scheiße. Genau der, dessen Songs sind alle gelöscht worden. Ausnahme We Have a Dream und auf dem Cover auch kein Foto von ihm. Ja, und warum jetzt diese drakonischen Maßnahmen? Dazu BMG-Chef und Jurymitglied Thomas Stein. Wer sich wie Lopez vom Superstar-Projekt distanziert und Betrugsvorwürfe erhebt, kann nicht damit rechnen, noch auf dem Album zu erscheinen. Nun, bei der Aufnahme von We Have a Dream war die Welt noch in Ordnung. Und ja, meine Damen und Herren, dieser Hype wird auch weitergehen. Denn obwohl ja alle es nicht gesehen haben wollen, obwohl es ja niemand interessiert, kennen die Show alle. Und alle anderen berichten darüber, sei es nun Sat.1, Pro7, oder natürlich auch RTL, denn irgendwie muss die Nummer ja supported werden. Wir sind da neutral, wir spielen nur die Hits hier bei der Hitlist Germany, weil hier geht's ja nach Reihenfolge. Also für euch die aktuelle Nummer 1, We Have a Dream. Gehabt euch wohl, danke fürs Zuschauen, bis bald hier auf MTV. Viel Spaß.